sind wir am ersten. Das ist die Natural Bridge und es lohnt sich jetzt schon. Also und hier liegt tatsächlich noch Schnee. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt in diesem Auto, aber es ist gerade so Weltuntergang. Hier ist hagelt, es regnet mega. Gewitter tut's auch noch. Haben wir es halt also so gesehen halt nur die Aussichtspunkte mitgenommen, aber schon das hat sich halt mega, mega gelohnt. Ja. So weit hin. Schönen guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg und fahren zum Bryce Canyon und ja, endlich wieder ein Nationalpark. Genau. Wir hoffen, wir kommen da an und dann nehmen wir euch jetzt mit. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Es sind jetzt irgendwie, ich glaube, 1,5 Stunden Fahrt ungefähr. Ja. Und dann sind wir im Bryce Canyon und freuen uns schon mega. Ja. Wir sind jetzt an unserem ersten Stopp. Also eigentlich wollten wir erst diesen Navajo Loop machen, aber da gab es keine Parkplätze mehr. Wir denken mal, weil alle zuerst diesen Loop machen wollen, deswegen sind wir erstmal weitergefahren. Die Straße, wo mega viele Aussichtspunkte sind, sind wir am ersten. Das ist die Natural Bridge und es lohnt sich jetzt schon. Also der erste Aussichtspunkt irgendwie ist ja schon richtig geil. Ja, und an den Seiten hier liegt sogar noch Schnee. Also wir sind jetzt ja fast Ende Mai hier und hier liegt sogar echt noch Schnee. Wir sind jetzt weitergefahren zum nächsten Aussichtspunkt, nämlich dem Agua Canyon. Zum Agua Canyon und es sieht auch hier wieder richtig cool aus. Wir sind jetzt übrigens knapp auf 2700 Metern Höhe, müssten das ungefähr sein. Irgendwas mit 8000 Fuß? 8800. 8800 Fuß, das sind glaube ich irgendwie so 2600, 2700 irgendwie sowas an Metern. Ja, ey. Doch, ja. Alles gut, ja. Hat der einen Socken? Keine Ahnung. Jetzt sind wir am Ende von dieser Straße, wo die ganzen Aussichtspunkte sind und das ist der Rainbow Point und also den finde ich mit Abstand jetzt gerade am coolsten. Ja. Ihr habt eine richtig weite Aussicht auf den kompletten Bryce Canyon und ja, mega cool. Hier liegt tatsächlich noch Schnee. Mir gerade auch schon mal gezeigt, aber irgendwie trotzdem krass, Ende Mai.
Könnt ihr uns eigentlich mal sagen, warum wir so ein Pech mit dem Wetter hier die ganze Zeit haben? Also es war schon die ganze Zeit Regen und Gewitter heute angesagt. Und ja, deswegen haben wir auch Gott sei Dank auf dem Hinweg diese ganzen Aussichtspunkte hier schon mitgenommen, weil eigentlich ist es schlauer, erst die komplette Straße hochzufahren, da oben dann halt diesen Rainbow Point und den anderen Point da mitzunehmen und dann halt dort oben umzudrehen und dann halt runter die Straße wieder bis zum Eingang und dabei dann halt die Aussichtspunkte mitzunehmen, weil die alle auf der rechten Seite sind. Also auf der Seite, wenn ihr runterfahrt, dann rechts. Versteht man das? Ja. Und ja, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht, weil jetzt regnet es und nieselt und ja, vorhin war es Gott sei Dank noch trocken. Sah zwar vom Weiten schon so aus, aber ja, jetzt ist es richtig eklig schon wieder draußen. Aber egal. Haben wir jetzt noch ein paar Aussichtspunkte und ja. Unsere kleine Wanderung. Und unsere kleine Wanderung im Regen. Die 2 Kilometer oder was das ist. Ja. Ja, mal gucken. Ja. Ja, wir wollen jetzt noch die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Aussichtspunkte sind, noch mitnehmen. Und danach wollen wir eigentlich diesen Navajo Trail laufen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt in diesem Auto, aber es ist gerade so Weltuntergang. Hier ist hagelt, es regnet mega und ja, Gewitter tut es auch noch. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Ey, ohne Scheiß, es ist so schlimm gerade. Unsere Unterkunft in Kanab sieht eigentlich fast so aus wie die meisten anderen, in denen wir geschlafen haben. Wenn man hier reinkommt, ist links erstmal ein Waschbecken mit großem Spiegel. Links daneben, also neben der Eingangstür, ist so was wie so ein Kleiderschrank, nenne ich es mal. Auf der anderen Seite das Bad mit sehr großer Dusche bzw. Whirlpool. Wollten wir jetzt nicht benutzen, aber auf jeden Fall viel Platz und halt der Toilette. Wir fanden es ein bisschen komisch am Anfang, weil es sieht irgendwie ein bisschen siffig aus, als wäre es nie geputzt worden. Aber das ist tatsächlich das Muster von der Wand und der Badewanne. Ist also alles sauber hier. Und wenn man dann hier weitergeht, ein riesiger Raum hier wieder mit so einer Kommode, wo der Kühlschrank und Mikrowelle drin ist und Fernseher. Großem Bett und eben noch 2 kleinen Beistelltischchen
Und hier ist noch ein Tisch mit dem Stuhl. Also eigentlich, wie gesagt, eigentlich so wie fast jede Unterkunft hier. Wir sind jetzt zurück von unserer Bryce Canyon Tour. Florian hat euch ja auch schon das Zimmer gezeigt, wo wir drin sind. Und ja, war der cool. Ja, das stimmt. Vor allem, es war nichts mit dem Auto. Genau, wir sind heile angekommen, überall, wo wir hin wollten. Ja, war halt ein bisschen doof mit dem Wetter. Ja. Also wir wollten halt, der Plan war eigentlich, dass wir erst diesen Navajo Loop laufen und dann halt noch die Aussichtspunkte mitnehmen. Aber da, also wir sind reingefahren und am Navajo Loop, da war nirgends ein Parkplatz zu kriegen und man konnte da halt auch nicht warten, weil da standen halt selbst Parkeinweiser. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fahren halt erstmal, also bis ganz ans Ende und dann nehmen wir die Aussichtspunkte mit und dann gucken wir später halt nochmal hier. Und so haben wir das halt ja auch gemacht und dann haben wir aber halt eine Stunde fast im Auto gesessen wegen dem Hagel. Ja, und das war echt ein bisschen kacke. Ja, dann haben wir halt da eine Stunde verloren und kamen dann halt auch erst so gegen 4, glaube ich. Ja, irgendwie so 3:30, glaube ich, war es. Ja, an diesem Sunset Point da halt an. Hat dann da halt noch Fotos gemacht, als wir damit halt fertig waren und so, haben wir dann gesagt, okay, nee, komm, wir laufen den Loop jetzt halt nicht mehr, weil der halt sowieso auch nochmal 2 bis 3 Stunden ging. Ich meine, das Wetter sah halt auch immer noch nicht 100%ig sicher aus, von daher haben wir jetzt gesagt, wir lassen das halt. Haben jetzt halt also so gesehen halt nur die Aussichtspunkte mitgenommen, aber schon das hat sich halt mega, mega gelohnt. Ja, also Bryce Canyon, den Nationalpark, den können wir euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja. Wenn ihr hier in der Gegend seid, geht auf jeden Fall hin, weil es sieht einfach mega cool aus. Ja. Und also wenn ihr dann halt Zeit habt, so da gibt es halt auch verschiedene Trails zu laufen. Also einer jetzt halt, den wir machen wollten, der geht halt so circa 2 Stunden. Dann kann man den aber auch auf dem Weg noch erweitern um nochmal so 2 bis 3 Stunden. Und wenn man halt ganz viel Bock hat zu wandern, dann kann man nochmal 3 Stunden länger laufen. Also da gibt es halt 3000 Möglichkeiten. Ja, wäre halt dann nur wünschenswert, wenn das Wetter besser ist, ne? Weil, genau, ja. Bei Hagel und Gewitter macht das irgendwie nicht so viel Spaß. Ja, dann ist es ein bisschen doof, dann da unten drin blöd zu stehen, aber ja, gut. Ja. Genau, also war mega cool heute. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und auch einen Kommentar und abonniert auch gerne den Kanal, denn als nächstes kommt ein Video aus dem Valley of Fire und dann sind wir in Las Vegas. Ja, das wird bestimmt auch cool. Ja, also bis morgen. Bis dann, ciao. Wir sind übrigens im Hotel. Also ja, und hier ist ein Fluss und dann fahren hier auch die Gondeln. Ja. Wie in Venedig.